Hier kommen die Wurstschiffe mit meinem neuen Klappo-Gadget gezaubert. Prototyp-Action los! Die Grillshow, Freunde, jetzt geht's ab. Ja! Hier kommt der neue Prototyp zum Klappo. Ja, ein Smoker. Wie soll das denn gehen? Stecken Rinski, würde ich erstmal sagen. Ja, jawohl. Und dann? Nächstes Teil andocken. Und jetzt packen wir es da oben drauf. Ja, und dann Deckel zu. Und die Klappe vorne rein. Ja, mal sehen. Klappe auf. Ja, hereinspaziert, Freunde. Los geht's. Würstchen nehmen. Wir bauen uns ein paar Wurstschiffe zum Testen. Man schneidet schön rein in den Lümmel hier. Oh ja, das macht Spaß und Freude. Frischkäse reinballern. Oh, Cheddar als nächstes, Freunde. Natürlich frisch gerieben, ne? Oh ja, yeah. Und jetzt noch ein paar Jalapenos-Scheiben oben drauf. Voila, das Schiffchen ist fertig. Das machen wir natürlich auch mit den anderen Gefährten. Ja, und dann heißt es Smoker anwerfen. Kohle unten rein. Ja, ein paar Spieße rein, genau. Das ist die Halterung für das Grillgitter. So, ein paar Woodchips rein, unten Grillgitter rein. So, Wasserschale, wir machen uns einen Watersmoker. Und jetzt, zack, oben drauf die Wurstschiffchen. Deckel zu und dann ballern lassen. Ja, oben hängen wir noch ein bisschen Bacon ein, Freunde. Ja, ja, wir müssen ja alles ausprobieren von dem Prototypen hier. Zeit für den Bacon Dance, 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 Dance. Oh yeah, Baby. Und die hängen wir jetzt oben drauf. Die Bacon Dusche ist geboren. Ganz genau, das Fett tropft ins Wurstschiffchen. So muss es sein. Deckel schließen und ballern lassen. Genau, es smoked ordentlich. So muss es sein. In der Zwischenzeit bauen wir so eine Shiracha-Mayo nach, genau. Ja, für einfache Leute hier, ganz genau. Einfach ein paar Eier nehmen, man muss nichts können, ein bisschen Öl. Und jetzt hier noch ein paar Chipotles nehmen, eingelegte. Bisschen Salz hinterher ballern und dann Deckel schließen und dann ballern lassen. Voila, man hat seine Mayo selbst gebaut, ganz genau. Wer es flüssiger will, ein bisschen Öl rein. Genau. Und dann, wow, sehen die gut aus, Freunde. Wir können sie entnehmen. Wenn die so aussehen, sind sie fertig. Mmh, oh, der Bacon. Ja, wie Papier hier. Kross und lecker wie vom Bäcker. Da bricht es schon ab. Mmh, was zum Naschen. Oh, sieht das gut aus hier. Soße hier in so ein Tütchen machen. Ja, der Optik wegen. Man kann es auch mit dem Löffel drauf ballern hier. Ein bisschen was abschneiden. Dann kann man hier so Streifen ziehen. So eine Schnecke hier oder so eine Schlange hier. Oh, ja. Yeah. Das sieht gut aus, Freunde. Jawohl, ja. Da geht der Saft aus. So, und jetzt, anstatt Röstzwiebeln, nehmen wir einfach geschreddertes Bacon-Material. Oh ja, die Röstzwiebeln des Mannes, Freunde. Die Wurstschiffchen sind geboren. Alle Infos in der Infobox, Freunde. Ballert's nach. Oh, wer braucht jetzt so ein Schiffchen? Ich. Anschnitt mit dem Original-Grillschirmmesser. Schaut es euch rein. Oh ja. Yeah. Ab in die Fressluke. Ja. Yeah. Ja. Das ist geil. Boah, sieht das gut aus. Ab in den Hafen mit dir, du Wurstschiffchen. Einfach ein geiler Kombi hier. Macht's nach, Freunde. Die geilen Dinger hier. Schiff ahoi. Mega. Ne, wer braucht jetzt hier so ein Boot hier? Boah, holt es euch! Boys and Girls, ballert euch rein. Kommt in die Lunser-Community, lasst den Daumen nach oben brennen und kauft schön einen im Onkel Johnnys Grillshow-Shop.de. Bis bald, Freunde.